Auf Thomas Glück, Nowotny, Brose, Bürger, Tinsley und Torhüter Straub. Sie wurden vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Einige hätten Abwanderungsgedanken, andere ihre Verträge noch nicht unterzeichnet. Mit dem Vorstand ist das abgesprochen gewesen. Das ist keine Entscheidung des Vorstands gewesen, die trage ich natürlich mit. Wir haben uns nur Gedanken gemacht, welche Mannschaft soll spielen. Und da sind wir zum Entschluss gekommen, das habe ich eben gesagt, dass die Mannschaft spielt, die also auch hier bleibt. Und das in einem Pokal-Endspiel. Wer versteht sowas? Aber erst nach 41 Minuten fiel das 1:0 für den FC Homburg. Die Malstatter hielten bis dahin munter mit. Theo Ruß besorgte die Führung für die Grün-Weißen. Saarbrücken kaum geschockt hielt dagegen. Der Torjubel war noch nicht verstummt. Amateur Abel quer auf Cioci. Das 1:1, der leistungsgerechte Halbzeitstand. Bekanntermaßen wachen die Grün-Weißen ja erst im zweiten Durchgang auf. So war es auch gestern Abend. Plötzlich waren sie hellwach. Man ließ Ball und Gegner laufen. Da Silva mit dem 2:1 nach 54 Minuten. So spielt man gegen Amateure. 4 Minuten später zeigte Homburg dem 1. FC Saarbrücken, was geradliniger gekonnter Fußball ist. 2 Stationen, Nemsaze bediente Arvelaze, der sich mit dem 3:1 bedankte. Arvelaze zieht sich ja nach Mechelen in Belgien. Noch wird mit ihm verhandelt. Der einzige bisher, der den FCH definitiv verlassen wird, ist Michael Kostner, der nach Köln wechselt. Und das 4:1, die Vorentscheidung, wieder war es Arvelaze. Ein weiteres Paradebeispiel hier, das mit Abstand beste Regionalliga-Team, das leider den Sprung in die zweite Liga verpasste, spielte Fußball vom Feinsten, absolut macht- und hilflos das Team aus der Landesmetropole. Nemsaze durch die Hosenträger von Torhüter Gilgemann, der für Straub zwischen den Pfosten stand, ihn trifft die geringste Schuld am Saarbrücker Debakel, denn die Bestrafung war noch nicht zu Ende. Einwurf Saarbrücken, Homburgs Antwort. Kramny, er hat ja bereits unterschrieben. Da Silva. Dann das 6:1, das halbe Dutzend war voll. Das reichte dann auch. Das Saarland-Pokal-Endspiel bestreiten Borussia Neunkirchen und der FC Homburg am Ein Spiel um die Gold.